Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite in diese Runde und vielen Dank für die Einführung. Ja, ich begrüße Sie zu meinem Impuls hier, wo es sich um das Machen der Energiewende dreht. Wir haben schon viel gehört heute Morgen vor der Kaffeepause über die großen Ideen der All Electric Society, der Energiewende, über den großen Rahmen und um was es gehen soll. Ich möchte jetzt aufgreifen, es geht ums Zuhören, es geht um das Miteinander, es geht dann eben auch um die Technik, um die Digitalisierung, um die Automatisierung. Und ich möchte Ihnen vorstellen, was wir, die Oli Systems, in diesem Bereich machen, um die Energiewende voranzutreiben. Zunächst kurz dazu, wer wir sind. Gegründet 2016 in Stuttgart als ein Unternehmen, das sich mit Blockchain-basierten Lösungen für die Energiewende, für eine Energiewirtschaft 4.0 beschäftigt. Wir sind ein Unternehmen, das an Hardware und Software arbeitet und die inzwischen jetzt europaweit und auch in China im Einsatz ist. International ist auch unser Team. Wir sind mit 34 Mitarbeitern an zwei Standorten in Stuttgart und in der Pfalz unterwegs und auch in einem großen Netzwerk mit vielen Forschungsinitiativen in Kontakt mit Universitäten, mit Hochschulen und natürlich mit unseren Kunden und Partnern. Und in diesem, da sind wir tätig in den Bereichen Energiewirtschaft, Immobilienwirtschaft, Mobilität und IT. Hier sehen Sie einen kleinen Einblick in unsere Produktwelt. Was wir tun, kann man anhand von vier Produktwelten beschreiben. Oli Market, dahinter verbirgt sich lokales Energy Sharing. Wir ermöglichen, dass lokal erzeugter PV-Strom auch leicht einfach vor Ort vermarktet werden kann. Mit Oli Move haben wir ein intelligentes Lademanagement für Elektrofahrzeuge, ausgestattet mit einer einfachen Benutzeroberfläche, sodass es möglich ist, für Mehrparteienhäuser, für Parkhäuser, für Firmenparkplätze, all diese Standorte, wo man mehrere Ladepunkte und Netzrestriktionen unter einen Hut bringen muss, dass man diese auch managen kann. Oli Label beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Zertifikatehandels für dezentrale erneuerbare Energien. Und Oli Mieter vereint sozusagen das Messwesen und den Datenschutz mit Mehrwertdiensten in der Wohnungswirtschaft. Blockchain-Technologie, nur kurz dazu, die wenden wir dort an, wo es darum geht, dezentral gewonnene Energiedaten fälschungssicher und automatisiert zu verarbeiten. Und wenn wir jetzt von der All Electric Society reden, möchte ich kurz darauf kommen, was sind denn die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. 2030 zu erwarten, ca. 9 Millionen flexible Erzeuger und Verbraucher in der Niederspannung, in den Netzen, mit denen wir umgehen müssen. Ganz aktuell hat die Bundesnetzagentur vor gut zwei Wochen einen überarbeiteten Entwurf herausgegeben, um die Regeln für steuerbare Verbrauchseinrichtungen neu aufzustellen oder zu überarbeiten, und damit diese eben sicher und schnell ins Netz integriert werden können. Wir erwarten nun auch den Rollout der intelligenten Messsysteme mit festgesteckten Zielen bis 2030. Und auf EU-Ebene wissen wir, es gibt die Richtlinien für erneuerbare Energiengemeinschaften. Auch diese werden hoffentlich über kurz oder lang auch in nationales Recht gegossen. Was bedeutet das nun für das Zusammenspiel für Stromnetz und Strommarkt? Auf der rechten Seite zu unseren Anforderungen. Wir brauchen eine effiziente Netzinfrastruktur. Das erreichen wir einerseits durch den klassischen Netzausbau, aber auch, und ich sage nicht aber auch, sondern und durch Digitalisierung. Wir brauchen einerseits regulierte Instrumente, aber wir brauchen auch marktliche Instrumente, um all diese netzrelevanten Flexibilitäten auch zu aktivieren. Und letztlich sichere Kommunikation zwischen all diesen dezentralen Akteuren und dem Netz und dem Markt.
Energiewende machen, war der Titel des Vortrags. Was verstehen wir darunter? Energiewende machen heißt, wir brauchen dezentrale Lösungen, die einfach und sicher funktionieren. Und jetzt lassen Sie mich auf den nächsten Folien anhand einiger Beispiele zeigen, was ich damit meine, dezentral, einfach, sicher und wie wir das umsetzen. Kurzer Einblick zum Thema Dezentralisierung. Dezentralisierung ist ein Megatrend. Wir haben Dekarbonisierung, Digitalisierung, auch Demokratisierung des Energiesystems. Was bedeutet das nun konkret? Es heißt für uns, dass die Stromnetzbetreiber und das gesamte Energiesystem Millionen dezentraler Anlagen, Erzeuger und Verbraucher in den nächsten Jahren, also neuartige Erzeuger und Verbraucher in das Netz integrieren müssen. Auf der Grafik sehen Sie nur ganz beispielhaft dargestellt, welche Wirkung ein Stromspeicher im Haushalt auf das Netz haben kann. Wenn der Stromspeicher hilft, nicht nur die Lastspitzen zu reduzieren, sondern sich auch, dass der Haushalt sich auch netzdienlich verhält. Auch die gesamte Einspeisung des PV-Stroms wird vergleichmäßigt. Und das ist das im Grunde, was wir unter Flexibilität im Energiesystem auf lokaler Ebene verstehen. Was wir machen, um mit dieser dezentralen Flexibilität durch all diese Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen und so weiter, um damit umzugehen, das sehen Sie nun mit einem Beispiel, das Projekt FlexChain, das ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, sind wir beteiligt mit den Partnern Stadtwerke Saarlouis, August Wilhelm Scheer Institut, Vivavis und der Hager Group. Es wird hier eine Plattform entwickelt, über die Haushalte lokale Flexibilität anbieten können. Die Bausteine sehen Sie auf der linken Seite. Die Flexibilitäten im Haushalt kommunizieren über ein Home-Energie-Management-System, über die Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur mit dieser Handelsplattform, mit dem Verteilnetzbetreiber. Und letztlich wird das Ergebnis dieses Flexibilitätshandels dezentral und fälschungssicher auf einer Blockchain gespeichert. Das nur als kurzer Einblick zum Thema Bereitstellung lokaler Flexibilität an den Verteilnetzbetreiber. Dezentral, einfach und sicher. Ich komme nun zu dem Begriff einfach. Warum ist das so wichtig? Wenn wir als, ich nenne uns jetzt mal alle die Energieexperten, sagen, es müssen alle mitmachen, die Haushalte, die Betriebe, auch die Unternehmen, die Energie gar nicht als Kerngeschäft haben. Dann muss dieses Mitmachen einfach funktionieren. Und das heißt, all diese dezentralen Anlagen, die wir haben, müssen sich quasi selbstständig in das Energiesystem integrieren. Und auch das, was wir möchten, dieser Handel mit Energie, lokal erzeugter Energie und mit Flexibilität, muss automatisiert passieren. Wie geht das nun? Auch hier kurzer Einblick in ein Projekt, das Projekt DIR. Und hier freue ich mich ganz besonders, dass ich das heute vorstellen darf. Mit dem Projekt DIR sind wir letztes Jahr gestartet mit den Partnern Fraunhofer FIT in der Leitung, Office mit dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT, mit der BeStorage und mit der DKE. Wir werden heute im Anschluss und morgen unser erstes Meilensteintreffen zu diesem Projekt hier abhalten. Vielen Dank auch für die Bereitstellung der Lokalität hier. Darüber freue ich mich sehr und können so auch in den Austausch kommen mit Ihnen allen und auch mit dem Nachbarprojekt Redispatch 3.0. Das Projekt DIR steht für dezentralen Redispatch. Ein System, in dem lokale Flexibilität abgerufen werden kann und zur Stabilisierung des Stromnetzes auf der Ebene der Übertragungsnetze bereitgestellt werden kann. Das ist natürlich jetzt was Komplexes, auch was Sie hier sehen, die Bausteine. Es gibt die Heimanlage, es gibt einen lokalen Agenten, der kommuniziert über den Aggregator mit der Flexibilitätsplattform das
Übertragungsnetzbetreibers und dann gibt es da eine Blockchain, wo die Erbringung der Flexibilität gespeichert wird und wo auch mit sogenannten digitalen Identitäten gearbeitet wird. Das alles ist komplex und überhaupt nicht einfach. Was einfach sein soll, ist die Teilnahme der dezentralen Nutzer an diesem System. Und hier kommen eben die Bausteine der Digitalisierung zum Tragen. Wir setzen ein eine automatisierte Registrierung und Authentifizierung der Anlagen und auch diese lokalen Agenten, die praktisch das Handeln für den Nutzer übernehmen. Der Nutzer selbst muss letztlich nur noch seine Präferenzen irgendwann mal eingeben, sagen, was er möchte, was er nicht möchte, seine Zustimmung geben. Und dann soll das Ganze möglichst einfach funktionieren. Wir haben also gesehen, Anlagen sollen automatisiert miteinander kommunizieren. Dabei geht es neben dieser Einfachheit aber eben auch um Sicherheit für den Nutzer, um die Sicherheit in Bezug auf seine persönlichen Daten, aber auch beim Datentransfer. Und ein solches sicheres Energiesystem ist dann eben auch, beinhaltet auch diese Regelwerke, was wir gehört haben, Normen, Standardisierung, eben standardisierte Schnittstellen und die Kommunikationsprotokolle. Und wir brauchen auch Regeln für energiewirtschaftliche Anwendungsfälle. Was Sie sehen, dieses Smart Grid Architecture Model auf der linken Seite zeigt einen Einblick, wie sich solche Anwendungsfälle strukturieren und beschreiben lassen. Das Ganze haben wir auch gemacht in einem schon etwas zurückliegenden Projekt, BlockClass. Da haben wir auch mit der DKE zusammengearbeitet, außerdem mit der Hochschule Reutlingen. Und warum ist es aktuell? Weil nun die Spec zur Distributed Ledger Technologien in der Energiewirtschaft in der finalen Phase steht. Die Kollegin Atina Savidis kann darüber bestimmt noch mehr erzählen und auch, dass wir uns darüber noch austauschen können, wie weit das Ganze ist. Es geht letztlich darum, Anwendungsfälle zu beschreiben. Anwendungsfälle, wo Blockchain, Distributed Ledger Technologie in die Energiewirtschaft integriert wird. Das reicht von Monitoring, von Energiedaten beim Endkunden, Engpassmanagement, Herkunftsnachweise für Erneuerbare und den Peer-to-Peer-Handel. Mit diesem Beispiel können wir zeigen, dass wir durch Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Normungsinstitutionen, der Wissenschaft dahin kommen, dass wir auch innovative Technologien in das bestehende System integrieren können. Und damit komme ich zum Ende und möchte noch einmal zusammenfassen. Energiewende machen heißt für uns, wir arbeiten an digitalen Technologien, aber wir entwickeln diese ständig weiter. Es geht darum, lokale Märkte für Energie und Flexibilität zu entwickeln und eben die vielfältigen Kommunikationsprozesse zwischen den Anlagen, zwischen den lokalen Anlagen und allen Akteuren des Energiesystems in Markt und Netz zu gestalten und eben einfach und sicher zu gestalten. Wir setzen dabei auf Open Source, auf standardisierte Schnittstellen und eben auf den branchenweiten Dialog mit Ihnen allen, mit den Kunden und Partnern, auf die Weiterentwicklung von Regeln. Denn ich denke auch, Energiewende geht nur gemeinsam. Ich stehe Ihnen auch gerne für Fragen, Anregungen zur Verfügung und freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank.